Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum neuen iPhone 4. Und zwar wollte ich euch mal die neue iMovie App zeigen, die es seit gestern im App Store gibt. Die App kostet 3,99 € und ja, ganz wichtig ist, die App funktioniert nicht auf dem 3GS, also wenn ihr das 3GS habt, solltet ihr euch die lieber nicht kaufen, weil die nicht funktioniert. Und zwar wird im App Store zwar gesagt, ich kann euch das kurz zeigen. Hier ist es schon, iMovie 3,99 €. Wenn ich sie jetzt kaufen will, na, steht Programm nicht kompatibel, weil ich kein iOS 4 drauf habe. Aber auch unter iOS 4 funktioniert es nicht auf dem 3GS, wie auch 3G natürlich dann auch nicht und so weiter. Also sie funktioniert wirklich nur auf dem iPhone 4. So, kommen wir mal zu den Funktionen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier schon ein Projekt geladen. Wenn kein Projekt geladen ist, sieht das erstmal so aus. Antippen für ein neues Projekt. Mache ich mal. So, jetzt müsst ihr erstmal ein Thema auswählen. Das steht jetzt modern, heiter. Also man sieht im Hintergrund verschiedene Grafiken, die quasi über das Video gelegt werden können. Na, jetzt kann man es sehen. Ich wähle jetzt hier einfach mal modern. So, jetzt könnt ihr links hier unten auf den Pfeil klicken oder auch direkt in die Mitte, um Medien einzufügen. So, hier habe ich jetzt zwei Videos gemacht. Eins ist zum Beispiel das Testvideo, was ich auch bei YouTube hochgeladen habe. Das nehme ich jetzt einfach mal. Es wird dann in die Timeline eingefügt. So. Hier kann man dann unten auch hin und her gehen. Hier auf dem Pfeil und links könnt ihr dann ein weiteres Video einfügen. Nehme ich jetzt mal das. Jetzt habe ich es in dem Fall sogar mittendrin. Ich gucke gerade, ich weiß es selber nicht. Nee, ich habe es an den Anfang gesetzt, also vor das erste Video. So. Und jetzt seht ihr hier in der Mitte, wo der Übergang ist, zum Beispiel schon. Hier. Hier könnt ihr den Übergang einstellen, auf dem kleinen Symbol hier unten. Na, Doppelklick. So, hier könnt ihr halt die Blenden einstellen, die Dauer der Blenden. Oder auch gar keine Blende nehmen. Und themenbasierte Blenden. Das ist dann, also am Anfang haben wir das Thema modern gewählt und darauf wird dann halt eine Überblendung übernommen. Wir nehmen mal die normale, eine Sekunde, fertig. So, so sieht das dann aus. Ich drücke mal auf Play. Das war auch schon die Überblendung. So. Ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt an den Anfang des Videos so kleine Intro-Sequenzen machen. Das funktioniert so. Doppelklick auf das erste Video. Titelstil auswählen. Eröffnung, Mitte, Ende. Da gibt es dann verschiedene. Hier sieht man dann einen Titel, den man auswählen kann. In der Mitte sieht das was anders aus. Ende. Ja. Sieht genauso aus wie Mitte. ja, das kann man noch machen. Man kann natürlich auch Hintergrundmusik einfügen. Dann kann man hier noch den Ort hinzufügen. Hier zum Beispiel Köln. Stimmt zwar jetzt nicht in meinem Fall. Aber naja. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich denke mal, da das iPhone 4 jetzt auch 720p Videos macht, lohnt sich das für 3,99 € schon, kann ich jedem empfehlen. Ist ein bisschen Spielerei, natürlich nicht so viel Umfang wie jetzt iMovie für den Mac. Aber naja, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mich abonnieren oder als Freund hinzufügen oder beides. Wäre auch gut. Ansonsten zu den weiteren Funktionen muss ich mir noch Gedanken machen, was ich da genau euch zeigen werde und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!